Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ihr seht es schon, ich bin heute wieder in der Sportractive App drinnen. Und heute habe ich das erste Mal Radfahren getestet und es hat ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Also die App ist wirklich toll, habe ich schon öfters gesagt. Ich bin dann noch auch mal nach den 16 Kilometern, wo ich ja euch auch schon gezeigt habe, dann nochmal 8 Kilometer gegangen und dann nochmal 4 Kilometer gegangen ungefähr. Und heute Rad gefahren 30 Kilometer. Und hier sieht man die etwas genaueren Details. Startzeitpunkt war heute um 14.48 Uhr nachmittags. Ich wollte eigentlich schon vormittags fahren, aber vormittags war das Wetter einfach noch ziemlich schlecht. War es noch neblig und bewölkt und da wollte ich nicht fahren. Aber Nachmittag wurde es dann wieder besser. Hat es dann auch 25 Grad. Sieht man hier. 25 Grad, Wetter sonnig, Fitness war auch in Ordnung. Ja. Anstieg 377 Meter rauf und 378 Meter runter, also ziemlich ähnlich. Die Maximalgeschwindigkeit war 42,5 km/h, dass man Fahrrad schon echt schnell ist. Durchschnittsgeschwindigkeit 18,8, also das ist auch in Ordnung, muss man sagen. 30,3 Kilometer gefahren auf 1 Stunde 36, 716 Kalorien verbrannt dabei. Dann. Hier sieht man es nochmal ganz schön mit den Höhenmetern vor allem. Der höchste Punkt war heute bei 486 Meter und der tiefste Punkt bei 389 Metern. Okay, also man sieht schon einige Berge, vor allem hier am Anfang. Bergauf, bergunter, bergauf und dann ging es immer schön leicht bergab. Also da ging es echt schön zu fahren. Dann ging es auch lange Zeit leicht bergab und am Ende dann wieder bergauf natürlich. Weil alles, was man runterfährt, muss man natürlich am Ende auch wieder auffahren. Das ist auf jeden Fall klar. Ansonsten am schnellsten war hier 39,7. Da ging es auch gerade schön bergab. Sieht man auch hier an der Grafik. Wie es dann bergauf gegangen ist, bin ich schon langsamer gefahren. Das sieht man hier auch ganz gut. Dann nochmal hier. Im Vergleich, wie lange ich gebraucht habe für einen Kilometer. Am langsamsten war ich tatsächlich beim 8. Kilometer. Was waren da? Ja, da ging es so steil bergauf. Okay, ich weiß sogar noch die Stelle, wo das war, die 8 Kilometer. Da ging es echt steil bergauf. Da war ich am langsamsten, habe ich 5 Minuten gebraucht, über 5 Minuten. Am schnellsten bei Kilometer 12, da habe ich nur 2 Minuten 20 gebraucht. Aber ansonsten pendelt es eigentlich immer zwischen 230 und 3 Minuten 15. Also kann man auf jeden Fall mit zufrieden sein, das erste Mal Radfahren mit dieser App. Also, davor bin ich natürlich auch schon öfter gefahren, mit dieser App heute das erste Mal. Und ich finde, Radfahren funktioniert auch ziemlich gut. Und somit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann und ciao.